Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück auf Sunny Beach. Wir befinden uns im Frühdienst. Ihr seht, es ist arschkalt. Aber es kommt mir gar nicht so vor. Eigentlich finde ich jetzt nicht kalt. Gut. Ja, es geht los im Frühdienst. Ich erzähle euch gleich noch was. Ich muss nämlich schnell zur Tankstelle. Es ist jetzt 26 und um 32 kommt meine Bahn. So, da bin ich wieder. Gerade so geschafft, aber auch nur, weil die Bahn zu spät kam. So. Heute ist Freitag. Heute sind wir zu viert. Heute sind Wundverbände zu machen. Nachdem wir im Team nämlich beschlossen haben, die Wundverbände, also die Verordnung für Wundverbände zu verändern, weil einfach das total stressig immer ist, weil wir zum Beispiel, also jetzt nochmal langsam, unsere Wundverbände haben wir jede 2 Tage durchgeführt in der Woche. Also das heißt Dienstag, Donnerstag, Samstag. So. Das war machbar, aber jedes Mal total bekloppt, weil am Dienstag immer mindestens eine Visite ist, Arztvisite und meistens noch eine zweite Arztvisite. Und dann muss man das natürlich auch vor- und nachbereiten und warten nicht noch alle. Und wenn dann natürlich, ja, das länger dauert, dann kommt man hinten raus einfach, dauert es einfach zu lange, die Verbände noch zu machen. Weil bei meiner einen Bewohnerin bin ich schon über eine Stunde mit Wundverbänden nur beschäftigt. Und das dauert einfach lange. Darum haben wir jetzt beschlossen, wir verlegen die Wundverbände auf Montag, Mittwoch und Freitag. So, und heute ist Freitag, also machen wir heute Wundverbände. Ja. Dann gab es noch ein kleines Problem mit Wundverbänden. Und zwar wurden da Rechnungen nicht bezahlt seit August. Und jetzt sträubt sich natürlich das Sanitätshaus und sagt, nö. Also wenn hier keiner mehr was bezahlt, dann liefere ich natürlich auch keine Wundverbände mehr. So. So, und jetzt hat eine Seite nicht bezahlt, die andere Seite liefert nicht. Aber wer ist denn jetzt eigentlich der Gelackmeierte? Und das ist nämlich unser Bewohner, weil der keinen Verband mehr gewechselt bekommen kann. So. Und das finde ich total beschissen. Generell finde ich es total beschissen, dass Bewohner für Verbandmaterialien bezahlen müssen. Also ich meine, hallo, die sind weit über teilweise 80, 90 Jahre alt. So, jetzt kann man sich mal bitte ausrechnen, wie lange die Person in die Krankenkasse eingezahlt hat mittlerweile, ja? In ihre Gesundheitsfürsorge. Okay. So, und was kriegt die denn? Gar nichts. Kriege ich nicht mal so ein lächerliches Hansa-Pflaster. Ich finde es echt nicht mehr normal. Dieses Gesundheitssystem ist komplett für den Arsch. Finde ich nicht in Ordnung. Ich meine, der Herr hat sich seine Wunden nicht selber ausgesucht. Die hat er auch nicht sich gewünscht, sondern die sind einfach gekommen. So, und jetzt sind sie da. Und jetzt kann ich die als Fachkraft, kann ich der Aufgabe, die ich eigentlich verfolge, und zwar meinen Bewohnern zu helfen in ihren Situationen und was nicht alle, kann ich natürlich nicht durchführen, weil ich kein Verbandmaterial habe. Also wie beschissen ist das denn? So, das regt mich auf, sowas. Immer nur Geld, Geld, Geld. Es geht immer nur ums Geld hier, ey. So, jetzt müssen wir erstmal klingeln. Das Schlimme ist das mit diesem Geld. Das regt mich richtig auf. Ja. Hi, es ist Sunny. Danke. So, da bin ich wieder. Die Bewohnerin, die leidet an totaler Tag-Nacht-Umkehr. Und wenn ich komme, dann sitzt sie immer schon hier. Aber die sitzt da nicht erst ein bisschen, sondern schon 1, 2, 3 Stündchen. Also nicht so schön, ne? Arme Frau, kann nicht schlafen. Achso, und heute ist ja Friseur. So, da können wir unsere Bewohner anmelden bei Bedarf. Die Dame, das passt super geil, weil die kommt nämlich immer zu uns. Und holt sich den Schlüssel ab und da kann man immer gleich fragen, hier hast du nicht noch Zeit. Hier steht noch der alte Toilettenstuhl, der wird ausrangiert.
Das ist ein ganz alter Toilettenstuhl, so ein Alu-Stuhl. Und das Tolle ist, der hat hier Kugellager da drin. Und wenn die Schüler kommen und dann erzählen, ja, ich habe den und den und geduscht auf dem Toilettenstuhl, kann ich ausrasten, weil die halt übelst schnell. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, weil die übelst schnell rosten. Scheiße, jetzt weiß ich, was ich gestern vergessen habe. Ich habe kein Eco-Patent bestellt. Das ist für Wohnbereich 2. Und gestern hat die Dame mich noch dran erinnert und ich habe es trotzdem vergessen. So eine Scheiße. Ja, so ist es halt. Gut. Macht jetzt nichts, weil wir haben noch einiges da. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber entweder, ich muss mal fragen, ob ich entweder heute noch mal den Zettel abgeben, aber ich glaube, die ist heute gar nicht da. Naja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich kann auch nicht an alles denken. Das ist einfach, das sind dann so Kleinigkeiten. So. Da schreibt man sich schon alles auf und trotzdem vergisst man die Hälfte. Gut, ihr Lieben, ich ziehe mich mal um und dann sehen wir uns wieder. So, ja, wollte ich euch ja noch erzählen. Wir haben eine Fortbildung jetzt im Februar. Da fahre ich mit meinen Kolleginnen hin. Und da freue ich mich schon drauf, ehrlich gesagt, weil da geht es unter anderem um palliative Wundversorgung. Und das finde ich ja super geil. Da wären wir ja jetzt gerade beim Thema. Habe ich euch ja gerade schon erzählt. So, jetzt haben wir hier eins. Schwuppdiwupp. Tasche. Okay. So. Dann gehen wir mal Kaffee trinken. Halleluja. Ja, wie gesagt, da geht es um Wundmanagement. Die Fortbildung wird veranstaltet von unserem kooperierenden Sanitätshaus. Nicht Sanitätshaus, was erzähle ich denn da? Ich meine doch Wundmanager. So. Also der Wundmanager arbeitet bei einer Firma und die Firma gibt die Fortbildung für Wundverbände. So. So ist das. Und gestern hatte ich übrigens MDK-Begutachtung bei einer Dame. Das hat sehr gut geklappt, die hat sehr, sehr gut mitgemacht. Also das war wirklich toll. Hätte ich nicht so gedacht. Aber manchmal verschätzt man sich auch. Okay, ihr Lieben, ich hole mir einen Kaffee, gehe zur Übergabe und eventuell sehen wir uns im Dienst. Ansonsten danach. Hallo, ihr Lieben. So, heute ist Samstag. Es ist 20 vor 1, um 1 Uhr beginnt mein Dienst. Ich hasse Spätdienst. Kriegt echt den Vormittag nichts geregelt. So, und dann muss man schon wieder losrennen. So, und dann komme ich um 9 Uhr nach Hause, beziehungsweise um 8:30 habe ich Feierabend. Und dann treffe ich mich heute Abend mit dem Herrn Zorro. Wir haben nämlich sozusagen ein Date, da freue ich mich sehr drüber. Ente, ganz. Rastet komplett aus. So. Ja, und dann gucken wir mal, was heute noch passiert. Ich versuche euch heute mitzunehmen. Wir sind zu dritt, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist wunderbar. Hallo, ihr Lieben. So, wir kommen im zweiten Spätdienst. Es regnet. Ich hoffe, meine Kamera geht nicht kaputt. Wenn ja, habe ich halt Pech gehabt. Dann gibt es keine Videos mehr. So. Also drückt mir die Daumen. Ja, ich bin auf dem Weg zum Spätdienst. Wollen wir heute mal gucken, was passiert. Gestern habe ich was gesehen, was ich noch nicht gesehen habe vorher. Und zwar habe ich eine Bewohnerin, die liegt im Sterben, kann man sagen. Allgemeinzustand extrem stark abgebaut und. Isst nichts, trinkt nichts, will nichts mehr. Und dann hat die gestern, nicht gestern, die hat vorher schon Antibiotika verschrieben bekommen. Und auf einmal kriegt die da so komische, undefinierbare Blasenbildungen überall am Körper, großflächig,
Aber auch klein, groß, mit Wasser, ohne Wasser. Dann sind die alle aufgegangen. War sehr unangenehm. Sieht original aus wie Wasserblasen. Ein ganz komisches Dings, Bums. Und jetzt muss ich mal gucken, wenn es schlimmer wird, dann muss ich den Arzt anrufen, weil wir haben Wochenende, da geht natürlich wieder nichts. Es passiert ja immer solche Sachen am Wochenende, natürlich. In der Woche geht das ja nicht. Nicht, dass man noch für den Arzt erreichen könnte. Ist ja natürlich nicht beeinflussbar von der Bewohnerin, die macht das ja nicht extra, ja? Einfach mal. Ja, da muss ich mal gucken. Oh, Ruhe, 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 ey. Ist nur lauter, wenn die Straße nass ist. Geht mir so auf den Sack. Oh, Ruhe. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja. Gucken wir, was mein Kollege gemacht hat. Ob der irgendwas vielleicht schon erreicht hat. Oh, das nervt mich alle hier. Also, ob der schon was erreicht hat, kann natürlich sein, muss aber nicht. Das sehen wir dann. Ich hoffe, er hat schon was gemacht, weil irgendwas muss man ja machen. So. Okay, ihr Lieben, ich bin schon da. Ich gehe immer noch eine rauchen schnell und dann gehe ich zur Übergabe. So, da bin ich wieder. Jetzt bin ich angekommen, muss ich erstmal meiner Bewohnerin helfen. Die hat nämlich den Trockner nicht angekriegt. Die können hier nämlich selber waschen, unsere Bewohner. Insofern die das noch können. Ist das überhaupt scharf? Jetzt. Ja, die können hier selber waschen. Die Dame ist aber stark sehbeeinträchtigt. Und wenn man das natürlich nicht sieht, was man da einstellt, dann funktioniert das natürlich nicht. So. Ich hasse Spätdienst. Ich hasse diesen Spätdienst. Das regt mich so auf. Da kann man mal ein bisschen länger schlafen und dann hat man nämlich hinten raus den ganzen Stress. Das nervt auch genauso, also da kann ich mir auch sparen. The next day. Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. So, es ist Donnerstag. Heute ist der 31. Januar. Und ich befinde mich im kleinen Büro, weil ich habe heute Zwischendienst. Und der Zwischendienst ist nützlich für folgende Sachen. Und zwar diesen ganzen Papierkram, der liegen geblieben ist, abzuarbeiten. Das ist die heutige Visite, die habe ich gerade gemacht. Mit einer unserer Hausärztinnen. Und jetzt hole ich mir einen Kaffee und dann geht's los.